herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Dank einem landesweiten Screening-Programm kann man Ende Mai abschätzen, wie viele Personen sich bisher mit dem Virus infiziert haben, wie viele Immunität erworben haben und wie ist die Verbreitung in Ungarn. In den ersten beiden Wochen des Monats werden Tests bei etwa 18.000 Personen von 4 medizinischen Universitäten durchgeführt. Die Untersuchung besteht aus 3 Teilen. Erstens werden Abstriche aus dem Nasen- und Rachenraum entnommen, damit wird das Erbmaterial des Virus nachgewiesen. Dann wird mit einer Blutprobeanalyse untersucht, ob man die Krankheit bereits überwunden hat. Und drittens muss man einen Fragebogen ausfüllen. Béla Merke, Rektor der Semmelweis-Universität in Budapest, erklärte, dieses Programm gelte in der Welt als einzigartig, dessen Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen werden, wenn später Entscheidungen zum Hochwarten der Wirtschaft ausgearbeitet werden würden. Das Gesundheitswesen sei vorbereitet und könne die Verbreitung der Seuche unter Kontrolle halten. Darüber sprach die leitende Amtsärztin auf der Pressekonferenz des Krisenstabes. Cecilia Müller sagte, die Versorgung von Patienten sei kontinuierlich und gesichert, da es am wichtigsten sei, dass die Infizierten unter allen Umständen die notwendige medizinische Behandlung bekommen. Sie betonte, dass Geduld und die Einhaltung der Regeln weiterhin erforderlich seien, um die Verschärfung der Pandemie verhindern zu können. 5 Flugzeuge haben 4 Millionen Masken und 100.000 Tests aus China nach Ungarn geliefert, teilte der ungarische Außenminister mit. Peter Szijjártó sagte, dass diese Schutzausrüstungen wieder dem Gesundheitsschutz dienen würden. Er betonte, dass die Luftbrücke zwischen Ungarn und China weiterhin eine Schlüsselrolle für einen erfolgreichen Gesundheitsschutz in Ungarn spiele. Ziel der Attacke im Zusammenhang mit dem ungarischen Coronavirus-Gesetz sei gewesen, die Aussagen seitens der ungarischen Regierung, die gegen den neuen Plan der Finanzspekulanten stehen, abzuschwächen, erklärte der Ministerpräsident im Radio Kossuth. Viktor Orbán sagte, dass Ungarn auch in dieser Angelegenheit Recht gehabt habe, denn es sei festgestellt worden, dass die außerordentliche Rechtsordnung nicht den Werten der Europäischen Union entgegengesetzt sei. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken. Jetzt tragen sie alle zusammen hier. Das sind die Karotten, die wir noch bezahlen. Wir sind das Volk! 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 Die wollen auflösen unbedingt. Ja. Egal was ihr tut!
Das ist ja echt traurig, oder? Wir sind das, die euch finanzieren, Leute! Ihr seid wirklich wahnsinnig. Wollt ihr euren Kindern dann später mal sagen, ihr habt die Diktatur mit aufgebaut? Ja klar, das ist da, dafür sind sie doch mal. Ihr Leute, sieht das mal hier schön. Das soll doch nicht wahr sein. Terror! Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Haben die Leute aus den Autos gezogen, unfassbar. Widerstand! 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 Masken auf, das kann nicht wahr sein. Nee, weil das ist Unrecht, was Sie hier machen mit dem Mann. Das ist Unrecht. Das ist Unrecht. Ich filme Sie alle. Ah ja, noch. Ich filme Sie alle. Nein, das ist nicht privat. Ich filme Sie alle. Ich hab Sie alle mit Nummern drauf. Ist doch schon gewaltig. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Das kommt nicht schon rein. So. Zuerst. Bevor es meinen Ausweis gibt. Alle Namen, die mich kontrollieren. Was? Der eine hat am Markt gezogen. Also, gell? Ich habe niemanden angegriffen. Ich habe nichts verkehrt gemacht. Ich bin einfach nur hier lang gefahren. Ja, erst alle Namen, dann kriegst du deinen Ausweis. Alle Namen vorher, das ist mein Recht. Jeder Beamte muss sich vorstellen. Also, ein Nachfolger dazu. Wie geht's weiter? Ja, gerne. Den gebe ich euch dann. Mit denen haben wir es zu tun, die mich hier. Und weiter.